Einfach irgendwo anders hin. Verbrauche nicht meine Luft. Hier vielleicht durch. Hier rüber müsste ich da hochkommen, ja. Das sieht schon ganz gut aus, aber das Problem ist hier die Gang. Aber wir holen die Cops. Einheit vor Ort, Code 2. In Ihrem Gebiet wurde ein mutmaßlicher Straftäter gemeldet. Gehen Sie extrem vorsichtig vor. Er hat einen von uns getötet, Jungs. Passt auf euch auf. Mal gucken, wenn jetzt die Cops da hinkommen. Das ist jetzt auch nicht, wann wir Lämme gibt hier. Boah, was? Alter. Haben die jetzt einfach wirklich die Cops platt gemacht, ne? Kommen jetzt noch mehr? Ich höre, glaube ich, noch mehr. Kommen die jetzt hierher? Ja, doch, 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 irgendwas ist hinten. Ja, da hinten sind noch mehr Cops gekommen. Sehr geil. Das ist natürlich genau das, was wir brauchen. Ah, ja, scheiße, haben sie echt die Cops platt gemacht. Arme Schweine. Aber das ist meine Chance. Ah, da kommen sie schon. Mit SWAT-Team. Ei. Also wir sehen, das ist echt eine geile Möglichkeit, entsprechend, gerade bei sowas dann hier, dafür zu sorgen, dass es dann Ruhe gibt. Ich müsste hier raufkommen, oder? Ich hoffe es, ey. Wenn nicht, war das alles umsonst. Boah, krass. Da hinten rennt schon einer weg. Aber selbst wenn ich damit jetzt nicht raufkomme, da habe ich einen Kran. Damit müsste es dann gehen. Da kommt schon mal den Gangster platt. Der treffen nicht, ne? Das Gebiet ist jetzt auch nicht mehr rot, ne? Boah, schmeißen jetzt mit Granaten oder was? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Boah, scheiße. Das ist kein Gangstergebiet mehr. Sehr gut. Ich verschwinde. So. Hier bleibe ich nicht. AK-47. Nehmen wir das ganze Geld mit, was hier halt rumliegt. Ich würde eigentlich gerne die Knarre hier mitnehmen. Aber ist, glaube ich, auch egal. Wichtiger ist eigentlich, dass wir jetzt hier reingehen und uns die Tasche jetzt holen können mit dem Geld. Ja, das ist echt geil. Komm schon, mach auf. Sehr gut. Aber wir haben ja nichts Unrechtes gemacht, das heißt, die Cops lassen uns hier dann entsprechend in Ruhe. Es ist ja schön, dass wir dann das Gebiet komplett praktisch den Gangs wegnehmen können, wenn wir hier die Cops hinschicken. Sehr geil. Coole Möglichkeit auf jeden Fall. So, dann fahre ich jetzt hier drauf. Genau. Von hier aus komme ich ja dann hier hin. Also gut, ich wäre von dem anderen jetzt auch hierher. Oder nee, von dem. Nee, da wäre ich nicht hierher gekommen. Ich hätte es hier nicht raufgeschafft, glaube ich, oder? Doch, doch, doch. So. Was haben wir denn da? Das ist, glaube ich, nur das mit der Fernsteuerung, ne? So, da hinten ist es anscheinend. Komme ich jetzt hier irgendwie rein und kann dann da hinlatschen? Wahrscheinlich wäre es noch viel, viel einfacher gegangen. Okay, ja, anscheinend konnte man hier durchgehen. Was aber unten? Okay.
Wie soll ich jetzt da runterkommen? Unser Ziel hat sich anscheinend bewegt. Mist, ey. Mies, wie gemein. So, okay. Jetzt haben wir alles. Okay. Und was war dann, Alter? Na, nehmen wir hier die, da hinten der. Der hier gefällt mir. Der sieht gut aus. Noch ein Zombie-Angriff. Wieder durch CTOS-Mobil. Glaube, das bestätigt die Übertragungsmethode. Josh, ja. Ich schicke dir den Datendump. Warte mal. Ich glaube, ich weiß, was die Zombies vorhaben. Okay, sie und was? Sie infizieren andere angreifbare Handys in ihrer Umgebung. Sie fälschen Zugangspunkte, um weitere Opfer anzugreifen. Es sucht nach bestimmten Schlüsselwörtern. Meistens in Verbindung mit Graystorm und Waffentechnologie. Okay. Er baut ein eigenes Spionagenetzwerk auf, ha? Huh? Landen diese ganzen Daten irgendwo? Das ist Herdock. Naja, so können wir ihn nicht aufspüren, aber alle drei dieser Handys haben ihr Update vom selben Zugangspunkt. Ich versuche, den zu finden. Schreib ein Löschprogramm. Wir wollen es doch löschen. Ja, ich bin auch ein Fan, aber das Ding könnte uns Probleme machen. Ziel auf den Kopf, Josh. Jo. Sehr gut. So. So, gleich mit dem Rumfahren und dann entsprechend diese Kopf drehen und sowas. Es macht Laune, also mit der Maus dann jetzt gerade, ne? Vorne ist jemand hier. Was hat er denn? Warum will er das nicht machen mit der Maus hier? Ja, jetzt okay. Ein bisschen rumgesprungen gerade. Da hatte ich vor auszusehen und diese Taste aktiviert. Ah, durch den Tunnel, okay. Über mir. Müssen wir gleich mal rumdrehen. Na, fahren wir hier hoch. Da vorne irgendwie. Aber dann da unten. Das ist komisch. Jetzt hier hinter der Mauer oder was? Ohne Witz, Mann. Wie soll ich da jetzt hinkommen? Oder was? Nee. Aber irgendwie muss es jetzt hier hingehen. Wir gehen einfach mal drum rum. Irgendwo gibt es ja garantiert eine Möglichkeit, hier auf das Gelände zu kommen. Toll. Vielleicht durch das Gebiet von der Gang. Aber da können wir auch wieder die Cops drauf ansetzen. Ja, genug Aufladung müssen wir, glaube ich, haben. Ah, ist einer mit Geld. Sehr schön. Ah ja, hier lang. Ja doch, wir müssen durch das Ganggebiet jetzt, oder was? Echt? Ohne Witz? Ach Leute, kommt schon. Ich guck nochmal vorsichtshalber. Mist! Ah, wenn ich jetzt hier nicht unbedingt langkomme? Du hast ein wunderschönes Kontrollen wegen Alkoholsteuer immer gefallen. Ich bin vorgefahren und hab die Eisen. Ist der? Hä? Hirn! Ja. Scheiße, ey, ich muss dann da durchs Kopfgebiet, also durch das Ganggebiet durch. Wieso? Was denn? Was ist denn hier los? Wieso? So, soll ich hier durchdrehen? Maus kam schon wieder. Ätzend. Ätzend. Mega ätzend. Mega ätzend. Genau, mega ätzend. So, ich kann mich hier auf jeden Fall nicht reinwagen. Auf jeden Fall einer. Mal Cops ansetzen. Hier mal ein bisschen. Für einen entflohenen Straftäter. CTOS hat die Koordinaten des Verdächtigen. Gehen Sie extrem vorsichtig vor. Mhm. Lass uns mal hier rein.
Jetzt noch was im Handschuhfach. Genau, ein bisschen Musik genießen. Können wir die Ansicht wechseln. So. Ich glaube, die Cops haben es jetzt gerade schon erledigt, ne? Die müssen dann von irgendwo anders gekommen sein. Sehr schön. Saugeil, ey. Hammerhart. Da sind etliche von denen, ne? Wahnsinn. Jetzt haben wir keine Aufladung mehr. Ah, der bietet noch eine Aufladung. Ja, man braucht nicht viel, aber ein bisschen was halt doch, ne? Wo bleiben eigentlich die Cops? Jo, ich höre überhaupt nichts. Was ist da draußen los? Ja, fahr mal über. Oh, einer weniger. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Ja, wir müssen hier nach und nach platt machen, ne? Ja, da ist noch einer. Oh, es tut mir jetzt aber leid. Es tut mir jetzt ja sowas von leid. Der Luftfahrtkonzern Galilei hat sich zu der Position des KI-Autos aus dem Action-Thriller Cyberdriver geäußert. Oh. Mich auch nicht. Ah. Wenn wir da irgendwie drum rumkommen. Sauber. Ja, aufgepasst! Ihr bekommt Besuch! Oh, scheiße. Was hast du, Homie? Hier läuft eine Bodenoffensive! Sauber. So, jetzt noch schnell zu dem. Okay. Was ist hier los? Was haben Sie da? Geht Sie nichts an! Von wem haben Sie das? Von dem Kerl! Hauen Sie ab! Hatte der einen Namen? Vielleicht! Hab's vergessen! Was kümmert Sie? Es ist, gestohlen. Und? Hey, hey, ich will das Ding nicht! Ich muss nur den Kerl finden, von dem Sie's haben! Wie sieht er denn aus? Trägt viel schwarz, Hudi. Hab ein paar graue Haare gesehen. Ist also schon älter. Schwer zu sagen. Hat langsam und cool geredet. So wie er. Echt? Doch, er hatte ein Muttermal am Schwanz, das Leslie heißt. Verdammt, Mann, er hat mir ein Handy gegeben, hat's mir geschenkt. Ich habe keine Blutprobe genommen, verdammt. Wer zum Teufel sind Sie? Was zur Hölle wollen Sie? Nichts, Mann. Geil. Alles gut. Scheiße. Mal hacken. Es geht euch nichts an, Dadsack. Noch eine Warnung kriegt ihr nicht. Puh, okay. Mischt euch nicht ein. Herr Doc, yo. Scheiße, Mann. Und cool. Leute, Gerät Zero war bei einem Obdachlosen. Haddock hat es ihm geschenkt. Der Mann stellt sich verdammt clever an. Er hat sogar einen Typen bei einem Gangversteck ausgewählt, damit die Leute keine Fragen stellen. Frage? Wieso ein Obdachloser? Weil er weiß, dass der Typ das Zombie-Virus leicht verbreiten kann. Überleg mal, er geht zum Betteln dahin, wo viele Leute sind. Ich wette, die ersten Infektionspunkte liegen auf seiner täglichen Route. Er verbreitet ihn wie einen biologischen Virus. Ganz genau. Apropos,
Er hat mir eine Botschaft hinterlassen. Wir sollen uns verziehen. Verziehen? Aber das Löschprogramm ist fertig. Es wird sich schnell verbreiten und Zombie 2 von allen Handys löschen, die es erreicht. Soll ich starten? Es würde uns zu viele Probleme machen, wenn nicht. Wir werden damit leben müssen, dass Haddock sauer ist. Aber vielleicht können wir es ja irgendwie wieder gut machen. Er wäre ein starker Verbündeter für DedSec. Ich weiß nicht, ob der sich uns anschließen würde. Glaube ich nicht so ganz. Naja. So, aber das hätten wir, glaube ich, geschafft. An dieser Stelle werde ich mich erstmal verdünnisieren, werde ein bisschen abchillen hier im Daten-Nirvana. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.